Genau, wir haben ja letztes Jahr auch beim Analyst Camp, die dabei waren, vom State of the Union der NOS, also wo stehen wir eigentlich, was ist da im letzten Jahr passiert. Und letztes Jahr hatten auch das Feedback, dass wir die Vorträge, da hatten wir ja auch einen Eintrag, dass das ein bisschen lang war, deswegen haben wir das eigentlich auch so TED-Talk-Größe gekürzt, nur mehr dann gerne abends am Tisch. Ich würde mal versuchen, so ein bisschen aus meiner Perspektive zu reflektieren. Einige hatten ja auf Telegram geschrieben, LernOS Newbies, also vielleicht nochmal ganz kurz, wo kommt es her? LernOS kommt quasi aus dem Esperanto, ist die Zukunftsform von Lernen, heißt quasi ich oder wir werden lernen, das ist aus unserer Sicht die Brücke eben zum lebenslangen Lernen oder zu lernen in Organisationen. OS ist schwer zu erwarten, das ist natürlich die Digitalisierung des Betriebssystems, so wie iOS oder macOS beispielsweise. Und da kommen die drei Punkte im Logo her, quasi diese drei Ebenen, die man kennt, also sprich die individuelle Ebene des Lernens, dann die teamorientierte Ebene, Lernteams und eben die Lernorganisation. Genau, wir versuchen quasi, und wir haben das gestartet als Projekt in der Cochlear Akademie 2016 im Dezember, das immer in Form von Leitfäden zu gießen. Ich sage auch noch gleich, wo sogar die Quellen herkommen. Läuft über 6 Jahre und es gibt halt so diese zwei verschiedenen Aspekte. Zum einen der Lernkern nennen wir das, der Core. Das sind quasi drei Leitfäden auf individueller Ebene, LernOS für dich, LernOS für Teams und LernOS für Organisationen eben, wie gesagt. Und dann die LernOS Toolbox, wo einfach viele, Moment, wenn man sagt, ich bin schlecht zu hören. Schauen wir gerade, wird so besser? Bin ich so besser zu hören? Nee? Was? Okay. Okay, also ich versuche das hier. Simon, Bild ist ein bisschen schlecht. Ton ist gut, Bild ist ein bisschen schlecht. Jetzt ist gerade Nerspe. Ja, das hängt an den lokalen Leitungen. Ja, okay, also Benedikt sagt mir das ein bisschen besser. Okay, Folien, wie gesagt, wenn ihr die nicht seht, sind auch im Wiki schon verlinkt, könnt ihr aufmachen oder im Nachhinein gucken. Also es gibt eben diese Leitfäden, LernOS für dich, für Teams, für Organisationen und dann eben, was wir die LernOS Toolbox nennen, also sozusagen die einzelnen Tools, mit denen man mit Methoden erlernen kann, Tools erlernen kann, sowas wie Community Management, sowas wie Expert Debriefing, da können wir sicher im Detail dann noch drüber sprechen. Und wir hatten halt im Jahr 2016 mal gesagt, als wir nämlich 15 Jahre alt geworden sind, wir sind 2001 gegründet, was machen wir denn so die nächsten 15 Jahre sozusagen. Und das, was uns eigentlich immer umgetrieben hat, ist, dass wir in ganz vielen Projekten so einzelne Aspekte wie mal Community Management, mal Wissenslernkarten, mal soziale Intranets bearbeitet haben, aber eigentlich nie das so mal in geschlossenen Ansatz überführt haben. Ja, deswegen, man sieht es im Hintergrund leicht verschwommen, unser SharePoint Repository haben wir sozusagen mal die ganzen Projekte ausgegraben. Ich glaube, aktueller Zähler ist 342 einzelne Projekte. Und gucken da sozusagen mal rein, was wir da so alles gemacht haben und versuchen das eben in diese einzelnen Leitfäden zu konsolidieren und zu überführen mit der Laufzeit 21.12.2016 bis 21.12.2022. Das Bild ist absichtlich unscharf, weil dahinter die Kundenprojekte liegen. Das kann man nicht lesen. Kann ich aber gerne nachher ein bisschen erzählen am Tisch oben. So, wir haben uns das vorgestellt. Idee war sozusagen die ersten 3 Jahre, 2016 bis 2019, zu verwenden, um diesen LernOS Core zu entwickeln, parallel schon mal an dieser Toolbox zu arbeiten. Den Expert Debriefing Leitfaden zum Beispiel, das ist also unser ältestes Produkt, was wir Ende der 90er Jahre schon entwickelt haben, mit Audi zusammen, mit Volkswagen zusammen, was wir dann diese LernOS-Schiene überführt haben. Ja, und die Idee war, dass so der Kern einigermaßen stabil ist, 2019. Und wir anfangen mit LernOS für Organisationen, dann für Teams, dann für Individuen, das so runterzubrechen und dann uns eben an die Toolbox machen. Ja, da sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, habt ihr vielleicht ein oder andere mitbekommen. Wir haben angefangen bei Organisationen, waren wir ja auch auf dem Corporate Learning Camp, Knowledge Camp 2017. Dann haben sich Oktober auf November die Working Out Loud Nutzungsbedingungen geändert. Dann konnte man, was wir damals mit dem Label Vol Plus versucht haben, sozusagen da die Inhalte nicht mehr so verwenden wie vorher. Dann haben wir das geswitcht, sind quasi von der Organisationsebene erstmal auf die individuelle Ebene. Da kommt dann der LernOS für dich Leitfaden Version 1 raus. Und haben jetzt dann quasi wieder angefangen, oder es geht jetzt wieder los, eben mit LernOS für Organisationen und dann kommt eben Teams auch noch mit dazu, das läuft ein bisschen parallel. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass ganz, ganz viel Aktivität in der Community passiert ist und das eben hauptsächlich in diesem Toolbox-Bereich. Das habe ich hier mal versucht rauszuziehen auf Connect, auf der
Community-Plattform, die wir zu LernOS zusätzlich haben. Da gibt es so eine Seite, LernOS-Ansprechpartner heißt die. Und da ist eben mal so aufgelistet, wer für die einzelnen Themen zuständig ist oder wer da mitarbeitet. Ja, und das sieht man schon so bei diesen LernOS-Toolbox-Leitfäden, dass da ganz viel passiert ist. Also Karl-Heinz, den ihr gerade gesehen habt, mit dem haben wir angefangen, an einem Leitfaden für Barcamps zu schreiben, weil wir jetzt gefühlt seit irgendwie 15 Jahren solche Veranstaltungsformate zusammen machen. Dann oben das große Gruppenbild des Benchlearning-Projekt 2015. Den Harald habe ich im Chat gesehen, den sieht man da ganz hinten klein im Bild. Also da haben wir mit so mehreren Firmen zusammen mal so ein Community-Playbook gemacht, was jetzt in so Leitfaden überführt wird. Dann die Silvia, die schon lange an dem Thema Expert Debriefing mit dran ist, wo wir morgen auch eine Session machen wollen dazu. Dann das ganze Thema Podcasting mit dem Leonid, der Herr mit der Sonnenbrille, habe ich auch schon im Chat gesehen, wo wir jetzt auch angefangen haben, Cutters zu bauen, Lernpfade zu machen. Der Alex, der letztes Jahr der Raumsponsor auch war für das LernOS Camp 2019 in München mit dem Prozessmodellierungsguide. Und nicht zuletzt natürlich der Karl mit dem Sketchnoting-Guide und das ganze Team außenrum, davon habe ich auch viele gesehen, die so gestartet sind, dass Karl einfach mal bei dem Webcast oder dem Community-Call, den wir immer machen, angefangen hat, den einfach mit zu sketchnoten, das auf Twitter zu posten, haben die Circle gemacht und irgendwie sind sie drauf gekommen, Mensch, lass uns doch da einen Leitfaden draus machen. Und wenn mich hier alles täuscht, letzte Woche war dann das große Opening, wo unter lernos-sketchnoting.de dann auch die Webversion des Sketchnoting-Leitfadens live gegangen ist. Ich habe vorhin gelesen, Sketchnoting-Crew sketchnotet auch mit, auch nachher die Lightning-Talks, da könnt ihr dann nochmal im Chat und oder auf Telegram posten, was die Leute tun sollen, um euch damit den Hashtags entsprechend zu versorgen. Also das ist was, was sozusagen bei uns, wir haben ja so die unsere Freitags-Lernzeit, die 20%-Zeit, dafür verwendet, eben an den Guides zu schreiben. Und muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt im letzten halben Jahr einfach ganz viel Community-Support gemacht, was ich auch total wichtig finde, weil, das sieht man so auf der rechten Seite, kann man wahrscheinlich nicht lesen, ganz, ganz viele neue Ideen für Leitfäden entstanden sind. Angefangen bei Content Creation, Jugendarbeit, digitale Trainer, Diversity, haben wir was dabei. Also da entstehen sozusagen ganz, ganz viele Themen, die man eben auch in so Lernfaden abbilden kann. Dementsprechend ist das gar nicht schlimm, dass uns das bei den Core-Leitfäden ein bisschen gebremst hat. Das holen wir dann entsprechend wieder nach. Genau, was haben wir da gelernt aus diesem Ausflug in die Toolbox? Wenn man mal so das Spektrum vielleicht sieht, vom Microlearning, wo man sagt, das dauert so wenige Sekunden bis vielleicht 15 Sekunden und am anderen Ende des Spektrums das Studium, was vielleicht Jahre dauert, würde ich sagen, gibt es ganz viele Themen, die wir im lebenslangen Lernen in Firmen brauchen, die genau in dieses Raster von LernOS, also sprich ein Sprint, ein Quartal, so 2 Stunden Zeiteinsatz pro Woche, entweder alleine oder im Lerntandem oder in einem Circle reinpassen. Und dementsprechend glaube ich, ist da noch ein Riesenpotenzial, diese Toolbox auszubauen und zu konsolidieren, dass da so eine richtig große Reihe von Lernpfaden, Lernnuggets entstehen, die eben dann alle nutzen können, unter der offenen Lizenz für ihre Firmen adaptieren können und in die Breite bringen können. Also da sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, wenn man sieht, was für Ideen schon da sind und auf was für Ideen natürlich die Community ständig kommt. Ja, was müssen wir dafür tun, um uns vorzubereiten? Die einen oder anderen haben da schon mal mit Kontakt gehabt. Also ich hatte ja gesagt, wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwie Dokumentation zu schreiben. Wie macht man überhaupt so LernOS-Leitfäden? Es gibt auf Connect, auf der Community-Plattform, so einen Post, wo ich zumindest mal die Links zusammengesammelt habe, wo schon mal alles so ein bisschen teilweise dokumentiert ist und beschrieben ist, wie man Leitfäden macht. Aber das müssen wir jetzt überführen in so ein Template auf GitHub, wo man einfach mit einem Klick sozusagen einen neuen Leitfaden starten kann und in dem Leitfaden auch schon drin steht, wie man Leitfäden schreibt. Also das ist jetzt die Aufgabe fürs zweite Halbjahr sozusagen, das zu überführen, dass es sozusagen für jeden sehr, sehr einfach wird, diese Leitfäden zu schreiben, bis hin zu Leonid und der Martin haben beide schon mal dran gearbeitet, diese ganze Produktionskette. Ne? Wir schreiben ja die Inhalte in Markdown und produzieren die dann nach Word, nach PDF, nach E-Book, nach Wiki, nach Webversion. Das ist so ein bisschen technisch, die Produktionskette, um das eben auch auf GitHub zu automatisieren. Das ist was, was jetzt auf jeden Fall im zweiten Halbjahr ansteht. Wenn das jemand interessiert, jetzt auch im Laufe des Camps, einfach auf mich zukommen. Im Programm ist unten nochmal so eine ganze Sektion mit selbstorganisierten Sessions sozusagen. Das heißt, wenn jetzt ihr noch auf eine Idee kommt, tragt das einfach ein, schreibt da rein. Wir treffen uns um so und so viel Uhr in Remo am Tisch sowieso und dann kann man darüber eben entsprechend sprechen.
Das nächste ist Konsolidierungsarbeit auf dieser individuellen Ebene, also bei diesem LernOS4U-Leitfaden. Zum einen mal, wenn ihr die Leitfäden mal alle durchklickt, die aktuell da sind, auf lernos.org findet ihr die alle zusammengestellt. Sieht man, dass so die Einleitungskapitel, dieses über LernOS, wie funktioniert es mit den Sprints, wie ist das mit den Circles gedacht, doch einfach noch ein bisschen heterogen ist. Also da wollen wir versuchen, das zu vereinheitlichen und da so einen Standardtext bereitzustellen und auch außerhalb vom Leitfaden einen Text bereitzustellen, wie das gedacht ist, wie das funktioniert. Dann ist ja sozusagen der Leitfaden gestartet mit dem Working Out Loud Lernpfad. OKR, GDT sind dazugekommen. Da muss man die Grundlagen nochmal überarbeiten, weil das noch nicht richtig sauber zu diesen drei hinführt. Also warum sind es genau diese drei Methoden? Wir wollen den Working Out Loud Lernpfad ein bisschen wieder in Richtung Back to the Roots Working Out Loud, also hin in Richtung Working Out Loud als offenes, transparentes Arbeiten plus Storytelling, was ja in dem Bryce William Post damals drin steckt, wo dann so Themen wie wir bloggen über unsere Arbeit, wir stellen Arbeitsergebnisse offen, transparent zur Verfügung, einfach mehr hervorgehoben ist, um da auch sauber abgegrenzt zu sein zu den Wallguides. Und es braucht, dazu gibt es auch zwei Sessions morgen, viel Begleitmaterial zur Einbettung in so organisationalen Kontext und im Intranetz. Ja, also es ist noch relativ hakelig, kriegt man immer wieder als Feedback, wenn jetzt jemand einfach nur den Guide in die Hand bekommt, damit so richtig loszulegen. Da ist Ziel, dass es Ende 2020 eine Version 2 gibt, die es dann über Deutsch und Englisch hinaus auch noch in mehreren Sprachen gibt. Da will die Laura sich ein bisschen drum kümmern, Mehrsprachigkeit. Die Session hat sie zwar nicht ins Programm geschafft, aber da werden wir sicher in den nächsten zwei Tagen auch drüber sprechen. Dann denke ich jetzt für dieses ganze Thema LernOS auf organisationaler Ebene, da wird wichtig sein, so ein bisschen Lernorganisation zu positionieren. Was ist das eigentlich? Ich habe mal hier in Komplementärfarbe blau so diese zwei großen Transformationsbegriffe, die in Organisationen im Raum stehen, geschrieben. Also auf der einen Seite die digitale Transformation, jetzt Corona natürlich durch Corona wieder total hervorgehoben. Also sozusagen die Digitalisierung von allem, was sich digitalisieren lässt, eben auch von Wissensarbeit. Und auf der anderen Seite die agile Transformation, also quasi von der Übergang von Systemen, die halt sehr stabil sind und eine Organisation auch sehr stabil ist, hin zu Umfeldern, in denen man agiert, die eben sehr viel dynamischer sind und worauf die Organisation eben auch dynamisch und flexibel reagieren muss. Und das ist halt in der Regel mehr als einfach nur Scrum einzuführen in ein paar Abteilungen. Da geht es eben darum, von diesen langen Taktungs- und Planungszyklen hin zu was viel kürzerem zu kommen. Und wenn man die zwei blauen Vektoren überlagert, kommt man im Prinzip genau zu diesem Thema lernende Organisation, also eine Organisation, die quasi für eine digital vernetzte Wissensgesellschaft mit all ihrer Veränderungsdynamik eben gut geeignet ist. Das müssen wir da in einem Leitfaden quasi als Message rausarbeiten, ja, damit man da nicht in so ein Umfeld kommt, wo man sagt, ja, lernende Organisation, das ist ja was aus den 1960er Jahren, das ist ja schon alt, sondern um das eben genau mit diesen neuen Themen aufzuladen. Na, was brauchen wir dafür? Zum einen mal das ganze Thema von Kotter wollen wir uns da anlehnen, John Kotter, Dual Operating System. Also das, worüber viele klagen, diese formale Organisation mit Hierarchien, mit Prozessen, mit Projektstrukturen, mit Trainingsstrukturen, die ja sehr formal und vorgegeben sind, eben zu überlagern mit der informellen Organisation. Die Trends hört man ja überall, informelles Lernen im Corporate Learning, vernetzte Organisation als Überlagerung eben zur Abteilungshierarchie vielleicht. Das muss man als Bild positionieren da drin. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie etabliert man das? Ja, Kotter schlägt vor, eine sogenannte Guiding Coalition ins Leben zu rufen. In dem Paper Accelerate gibt es auch ein schönes YouTube-Video dazu. Muss ich mal angucken, 6-7 Minuten. Und das ist so im Kern auch die Idee, wir brauchen für LernOS in den Organisationen, wir haben es hier als Arbeitstitel mal genannt, Learning Coalition oder Learning Champions, also irgendwie ein interdisziplinäres Netzwerk zusammengesetzt aus HR-Lern, IT-Lern, Kommunikationsleuten, Fachbereichsleuten, Strategen aus allen Hierarchieleveln, die sozusagen diese gemeinsame Vision der lernenden Organisation versuchen, in die Breite zu tragen. Und vielleicht nicht, wie das früher mal, ich komme ja aus dem Wissensmanagement, wo man noch so die Idee hatte, es braucht eine Wissensmanagement-Abteilung zusätzlich oder ein Chief Knowledge Officer zusätzlich. Daran glaube ich nicht, aber ich glaube, wir brauchen so interdisziplinäre Koalitionen, die dann so Grassroot-Bewegungen auffangen können und eben in mehr organisationale Power und mehr Struktur überführen, aber vielleicht jeder in seinem Wirkbereich, ohne jetzt gleich ein Vorstandsressort zu sein.
Ja, genau. Stefan postet schon das Link, den Link zu dem Kotter-Video. Das ist was Schönes für heute Abend zum Anschauen. Damit bin ich eigentlich auch fast am Ende für den Überblick. Ich freue mich auf 2 Tage Diskussion. Ich sage immer so ein Event. Ich sehe eigentlich so ein Event wie dieses Camp eigentlich nicht aus so einer Event-Management-Perspektive, sondern eher aus einer Community-Management-Perspektive. Ich fände es cool, wenn wir jetzt so die Themen identifizieren, die wir gemeinsam vorantreiben wollen, die euch voranbringen, Pläne schmieden, was man weiter tun kann. Und damit ist dann sowas wie das Camp auch nicht vorbei, wenn wir morgen 16 Uhr haben, sondern ist eigentlich erst der Startpunkt für das nächste Jahr bis zum Camp dann 2021. Soweit zum Impuls. Und jetzt schauen wir mal, ich habe den Chat nicht so ganz im Blick gehabt, ob Joachim da die eine oder andere Frage identifizieren konnte. Okay. Eine Frage war die Nutzung der Leitfäden, ob es da schon Überblick gibt, wie viel Sorge gibt es, also so eine Frage nach Mengengerüsten. Kannst du da schon was dazu sagen? Also ich habe in die Generierung der Webversionen habe ich mal einen Tracking-Pixel rein, einen Google-Tracking-Pixel. Ich muss aber gestehen, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Das trifft aber im Moment auch nur den Podcasting-Leitfaden, den For You-Leitfaden und vielleicht den Sketchnoting-Leitfaden. Also sowas gehört genau zu dem Thema, dass wir da strukturell noch nicht für aufgestellt sind, um jetzt da Messungen machen zu können. Anderes Thema, Community-Support. Du hast gesagt, du hast sehr viel Community-Support machen müssen im letzten Jahr zu dem ganzen Thema. Wenn jemand so ein Thema angehen möchte, was kann er denn an Support erwarten von dir oder von der Community oder von Kollegen? Welche Art der Unterstützung gibt es? Nachher bei den Lightning Talks, vielleicht fangen wir bei den Sketchnotern an. Ich weiß noch so, als wir die ersten Male gesprochen haben, das Team hat erstmal von sich gewiesen, irgendwas mit GitHub machen zu wollen. Dann ist irgendwann mal der Benjamin dazugestoßen, hat gesagt, GitHub, cool, das Thema nehme ich mir an. Da schaue ich mal, dass ich das auf die Reihe kriege. Heute haben die alle sozusagen Zugriffsrechte aufs Repository und arbeiten da. Da gibt es halt dann einfach mal so Videokonferenzen, wo man sich zusammentut und das mal erarbeitet oder wir Hilfestellung geben. Oder die Piwi wird nachher ein Lightning Talk haben zu dem Thema Diversity Inclusion Guide. Ne, wo ich dann in den letzten Monaten mal in den Workshops dabei war und nochmal ein bisschen Hilfestellung gegeben habe, wie ist das gedacht mit dem Aufbau der Guides, mit der Strukturierung. Ne, und dann versuchen wir aber auch, dass nach Möglichkeit die Guides oder die Teams rund um die Leitfäden möglichst eigenständig und mit ihren Ideen eben arbeiten. Okay. Es gibt einen Vorschlag vom Leonid Letzner. Der würde gerne eine Crowdstorming-Session machen zum Thema LernOS für digitale Zusammenarbeit mit Teams. Und da gab es gleich sehr positive Antworten, unter anderem von Thomas Jenewein. Gute Idee, Workshops für Teams sind immer hilfreich. Soll das Team das selber anschieben? Würdest du da einen organisatorischen Rahmen aufsetzen? Wie machen wir das? Weil ich glaube, das ist ein Thema, das viele interessiert. Jetzt für Rahmen des Camps habe ich ja gesagt, unterhalb des Programms, also wenn ihr im Wiki im Programm ganz nach unten geht, gibt es so eine Überschrift selbstorganisierte Sessions. Ne, die Sessions und Workshops für morgen, die haben wir ja schon gewählt vorab, also die stehen fest. Aber da könnt ihr euch einfach eintragen, könnt da weitere Sessions machen, wo ihr sagt, heute Abend, wann auch immer, wann ihr Zeit habt, morgen früh in den Pausen oder auch parallel zu den Sessions morgen, so ähnlich wie wir die Assemblies letztes Jahr hatten auf dem Camp, tragt euch da ein und fangt an, euch abzusprechen und dann eben zu gucken nach dem Camp mit ein paar Regelterminen das aufzusetzen. Aber da ist, glaube ich, genau dieses synchrone Zusammenkommen jetzt ein ganz guter Startpunkt. Der Leonid hat den Ball schon aufgenommen, hat gesagt, er trägt gleich eine Session ein, er ist schon dabei, sodass wir da morgen was haben, reingehen können. Okay, ja, gut. Okay. Ja, der Alexander Rose würde gerne den Git-Leitfaden schreiben, was auch sehr positiv ist, klar. Also so ein bisschen jetzt da vielleicht neu dazu kommen. Martin Lernoy ist halt jetzt für die Leute, die einsteigen, klar wird man sich erstmal das PDF runterladen und dem Leitfaden folgen. So ein bisschen unsere Idee ist natürlich, dass man die Leute mal in den Zaubertrank der Digitalisierung auch reinfallen lässt. Also ich glaube, jetzt wenn man so an unser Land denkt als Volkswirtschaft, da geht es ja nicht darum, dass wir alle auf einer App rumwischen können, die aus Amerika kommt, sondern dass wir halt diese ganzen Mechanismen, Geschäftsmodelle, Ökosysteme der Digitalisierung verstehen. Das ist ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir eben diese Leitfäden auf GitHub hosten und auch das ganze Ökosystem rund um GitHub verwenden, einfach um, wie gesagt, da diesen Digitalisierungszaubertopf mal aufzustellen und da möglichst viele Leute mal eintauchen zu lassen.
Das ist vielleicht sprecht er mal mit Leuten wie den Sketchnotern oder so am Anfang ein bisschen links und das dauert lang. Aber die Bianca schreibt schon im Chat, ich tauche gerade ein, es schwimmt sich angenehm. Also wenn man mal so reingekommen ist, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat. Okay.